meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir gedenken Ende Januar der Millionen Menschen, die Opfer im Nationalsozialismus, diesem schrecklichen Terrorregime geworden sind. Menschen, die anders waren als das, was die Nazi-Ideologen als Norm erklärt hatten, weil sie vielleicht anders aussahen oder weil sie anders dachten, weil sie anders glaubten oder weil sie anders liebten oder auch, weil sie sich vielleicht anders verhielten. Und die zu Opfern wurden, weil sie so damals die Nazi-Ideologie dem sogenannten gesunden deutschen Volkskörper schaden würden und sie zu vernichten seien. Und wir gedenken heute und hier an der blauen Wand den Hunderttausenden von Kindern, von Männern und Frauen, die durch die sogenannten Euthanasieverbrechen im Nationalsozialismus getötet wurden oder für den Rest ihres Lebens versehrt wurden. Wir gedenken der 300.000 Kinder, Mädchen und Jungs, Männer und Frauen, die durch die sogenannten Euthanasieverbrechen ermordet wurden, weil sie behindert waren oder weil sie psychisch erkrankt waren. Und wir gedenken der mehr als 400.000 Menschen, die zwangssterilisiert wurden wegen Behinderung oder psychischer Erkrankung, denen im Grunde das Recht aberkannt wurde, eine eigene Familie zu gründen oder eigene Kinder zu haben. An jeden Einzelnen von ihnen erinnern wir und gedenken wir. Meine sehr geehrten Damen und Herren, können wir ermessen, heute nach all diesen Jahren, welches entsetzliche Grauen, welche Furcht, welche Angst, welche Schmerzen, welche Ohnmacht die Menschen damals und deren Angehörige erlebt haben. Können wir wirklich das noch ermessen? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass uns klar ist und dass wir das auch immer wieder sagen, dass hinter jeder einzelnen Zahl dieser unglaublich unfassbaren großen Zahlen ein individueller Mensch stand, eine individuelle Lebensgeschichte stand und eine individuelle Leidensgeschichte. Und weil diejenigen, die aus eigenem Erleben immer weniger werden und davon berichten können, ist es an uns, die Geschichte und auch die Geschichten zu erzählen. Das will ich heute auch hier tun. Ich möchte erzählen und berichten über zwei Menschen, die taub waren. Und wir wollen in diesem Jahr unsere Aufmerksamkeit besonders auf die tauben Opfer im Nationalsozialismus richten. Meine Damen und Herren, ich möchte berichten über Anna Oswald. Anna Oswald war von Geburt an taub. Sie war taub wie ihre drei Geschwister. Und sie schloss eine sogenannte Taubstummenanstalt, eine Schulausbildung ab und legte auch erfolgreich eine Schneiderlehre ab. Sie war die einzige von 40 Prüflingen, die gehörlos war. Wir wissen nicht, ob Anna davon träumte, eigene Kinder zu haben oder eine Familie zu gründen. Aber das ist schon sehr wahrscheinlich als junge Frau in der damaligen Zeit. Sie konnte aber darüber nicht frei entscheiden. Für die Nazis, meine Damen und Herren, war sie nur ein Fall. In ihrer Situation fiel sie unter das Gesetz zur Verhütung von erbkranken Nachwuchs aus dem Jahr 1933. Und sie wurde mit 16 Jahren in einem Krankenhaus zwangssterilisiert. Auch für die Ärzte, die dies zu verantworten hatten, war sie nur ein Fall. Und viele dieser Ärzte brachen den hippokratischen Eid, den sie geschworen hatten, und wurden auch später dann in den fürchterlichen Vernichtungslagern und in den fürchterlichen Konzentrationslagern als Täter weiter tätig, indem sie beispielsweise an den Rampen selektierten oder indem sie beispielsweise fürchterliche
Medizinversuche an Menschen durchführten und so mithalfen, dass diese Mordmaschinerie im Nationalsozialismus am Laufen blieb. Diese Schande wird auch die Medizin nicht los, meine Damen und Herren. Und ich möchte Ihnen berichten über Margot Depenbusch. Margot Depenbusch begleitete ihre Mutter oder musste ihre Mutter mit ins Krankenhaus begleiten zu deren Zwangssterilisation, weil Margot zu diesem Zeitpunkt 8 Monate alt war. Sie wurde noch gestillt und auch die Verwandten von Margot konnten oder wollten in dieser Situation das Kind nicht betreuen. So ist sie sozusagen mit ihrer Mutter ins Krankenhaus gekommen. Die Mutter wurde zwangssterilisiert und ein Arzt diagnostizierte auch bei Margot Taubheit. Und versuchte dann mit 4 Giftspritzen in jeden Arm, in jedes Bein eine Giftspritze, die das 8 Monate alte Baby zu ermorden. Und nur dank des Engagements einer Säuglingskrankenschwester hat Margot überlebt, meine Damen und Herren. Viele der Opfer haben geschwiegen. Auch Margot hat erst mit 16 Jahren erfahren, was im Krankenhaus ihr zugeschlossen ist. Und viele Opfer der sogenannten Euthanasie haben auch nur deswegen geschwiegen, weil, das gehört mit zu der Schande der frühen Bundesrepublik Deutschland, weil in den Kommissionen, die darüber zu entscheiden hat, ob Entschädigungen gezahlt werden oder nicht, teilweise die Ärztinnen und Ärzte als Gutachter tätig waren, die vorher im Nationalsozialismus zu Täterinnen und Täter geworden sind. Anna Oswald, von der ich gesprochen habe vorhin, hat nicht geschwiegen. Sie hat noch im hohen Alter als betagte Frau ihr Wissen in der Schule weitergegeben und hat berichtet, was ihr zugestoßen ist. Und meine Damen und Herren, das ist auch unsere Verantwortung. Es ist die Verantwortung zu erinnern an die Opfer. Es ist unsere Verantwortung zu erinnern an das, was geschehen ist. Aber es ist die Verpflichtung jedes Einzelnen von uns, nicht wegzuschauen, dagegen aufzustehen und auch etwas zu sagen, egal wo das ist, auch im persönlichen Freundeskreis, wenn heute wieder Menschen und Menschengruppen herabgewürdigt werden, wenn Menschen verächtlich gemacht werden oder wenn es Menschen gibt, die den Holocaust, diese fürchterlichen Verbrechen relativieren, leugnen oder tabuisieren wollen. Das ist im Grunde eine erneute Verhöhnung der Opfer. Und lassen Sie es mich ganz deutlich sagen, Inklusion, meine Damen und Herren, ist kein Ideologiekonzept. Und man muss nicht beispielsweise das Bildungssystem von diesem Ideologiekonzept befreien, wie so mancher sagt, sondern Inklusion, meine Damen und Herren, ist die menschenrechtliche Antwort unserer Demokratie auch auf die Euthanasie, die sogenannten Euthanasieverbrechen im Nationalsozialismus. Nie wieder, meine Damen und Herren, nie wieder ist hier und jetzt und immer. Und ich bin Ihnen zutiefst dankbar, dass Sie gekommen sind. Und ich bin auch den Künstlerinnen Ines Konietzko und Claudia van Hassel dankbar, dass Sie jetzt den vielen Opfern der sogenannten Euthanasie eine auditive und eine visuelle Stimme geben. Nie wieder ist jetzt. Vielen Dank. Können wir den Kreis ein bisschen vergrößern? Ein bisschen zurückkommen. Das habe ich mir gedacht. Transport ins Krankenhaus, Unwissenheit über den Ort. Schmerzen, keine Besuche, Isolation.
Unantastbar. Die Würde des Menschen. Der Gerechtigkeit äußerliche Menschenrecht. Verletzlicher jeder menschlichen Gemeinschaft. Handle nur nach derjenigen Maxime, von der du wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Stehen wir vereint. In unserem Herzen tragen wir ihr Leid und ihre Stärke.